Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper. Nicht nur irgendein Reaper. Ein Menschen-Reaper. Exakt. Die Kollektoren haben anscheinend Zehntausende Menschen verarbeitet. Um den Reaper fertigzustellen, sind erheblich mehr nötig. Was gewinnen die Kollektoren dadurch, dass sie Menschen in diese Reaper-Hülle umwandeln? Vielleicht führen sie das Reaper-Äquivalent zur Fortpflanzung durch. Oder es dient einem anderen Zweck. Für weitere Spekulationen habe ich nicht genug Daten. Jedenfalls ist klar, dass die Kollektoren dabei nur Handlanger sind. Die Technologie zur Erschaffung dieses Reaper stammt nicht von ihnen. Wahrscheinlich wird jeder Reaper von einer anderen Spezies gebaut. In diesem Fall haben das die Kollektoren übernommen. Die Kollektoren sind eigentlich Proteaner. Warum sollten sie den Reapern helfen? Die Reaper haben die Proteaner vor langer Zeit unterworfen. Wahrscheinlich haben sie versucht, einen proteanischen Reaper zu erschaffen und sind gescheitert. Mit der Zeit haben sie die Proteaner so verändert, dass sie ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie haben sie verändert und zu Arbeitern gemacht. Zu Werkzeugen der Reaper. Sie bauen ihn so, dass er aussieht wie ein Mensch. Warum? Die Form eines Reaper scheint auf der Spezies zu basieren, mit der er hergestellt wird. Reaper sind Maschinen. Wozu brauchen sie überhaupt Menschen? Inkorrekt. Reaper sind intelligente Konstrukte. Hybriden aus organischem und synthetischem Material. Der genaue Aufbau ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich absorbieren Reaper die Essenz einer Spezies und machen sie sich bei ihrem Reproduktionsprozess zunutze. Was glauben Sie, wie viele Menschen Sie noch verschleppen werden? Millionen. Vielleicht mehr. Genau lässt sich das nicht sagen. Dieser Reaper ist noch in einem sehr frühen Stadium. In menschlichen Begriffen quasi ein Embryo. Er lebt also noch nicht. Wir können noch verhindern, dass er erschaffen wird? Der Prozess kann aufgehalten werden, aber es lässt sich nicht genau bestimmen, wie viel bereits entwickelt ist. Ich kann Ihnen beispielsweise nicht sagen, ob er über ein Bewusstsein verfügt. Das Ding ist abscheulich. Edi, wie können wir es zerstören? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edi. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde kümmern. Feinde im Anmarsch. Shepard an Bodenteam. Statusbericht. Hey, wir halten die Stellung, aber es kommen ständig neue Gegner. Ein baldiger Abzug wäre wünschenswert. Bewegen Sie sich zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden überlasten und in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Commander, da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich war Teil eines Teams. Einige davon haben für die Mission ihr Leben gegeben. Ich weiß. Wir werden Ihr Opfer nicht vergessen. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Und Sie haben die Basis der Kollektoren eingenommen. Ich habe die Pläne vor mir, die Edi hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Kollektoren töten? Aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten.
Das Ding lässt sich nicht transportieren. Was schlagen Sie vor? Unsere beste Chance gegen die Reaper liegt darin, ihre eigenen Ressourcen gegen sie einzusetzen. Sie haben direkt mit den Kollektoren zusammengearbeitet. Wer weiß, welche Informationen dort zu finden wären. Die Basis ist ein Geschenk. Wir können sie nicht einfach zerstören. Sie sind vollkommen skrupellos. Als nächstes wollen Sie dann vielleicht noch Ihren eigenen Reaper bauen. Mein Ziel ist die Rettung der Menschheit vor den Reapern. Um jeden Preis. Ich habe Ihnen das nie verheimlicht. Bedenken Sie doch, wie viele Leben wir retten könnten, wenn diese Basis intakt bliebe und wir das Wissen in ihr gegen die Reaper einsetzen würden. Und denken Sie an die Leben, die wir verlieren, wenn wir es nicht tun. Unsere Mission war die Zerstörung der Basis. Shepard, Sie sind im Kampf für Ihre Überzeugungen gestorben. Ich habe Sie zurückgebracht, damit Sie weiterkämpfen können. Manche würden behaupten, dass wir bei Ihnen zu weit gegangen sind. Aber sehen Sie doch nur, was Sie erreicht haben. Ich habe Sie nicht aufgegeben, weil ich Ihren Wert kannte. Und jetzt sollten Sie diese Anlage nicht einfach aufgeben. Denken Sie doch an das Potenzial. Bei einer derartigen Bedrohung sind Regeln wertlos. Wenn diese Station uns helfen kann, die Reaper aufzuhalten, müssen wir sie benutzen. Das ist die richtige Entscheidung. Weg hier. In 10 Minuten gibt der Reaktorkern einen Strahlungsimpuls ab, der alles an Bord tötet.
verletzt niemand. Weiter. Wir sind vor. Sie können sich nicht widersetzen. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Der Schmerz dieses Körpers ist unwichtig. Ich bin hier, Joker. Hat es das Bodenteam geschafft? Alle Überlebenden an Bord. Wir warten nur noch auf Sie. Mensch, Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die Ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind ihre Erlösung durch Vernichtung.
Jedi, festhalten! Sie haben versagt. Wir werden einen anderen Weg finden. Gebe Kontrolle auf. Shepard, ein neuer Tag ist angebrochen und wir müssen Ihnen für unsere Erlösung danken. Es war nicht leicht. Viele haben bei der Eroberung der Basis ihr Leben gelassen. Und Ihnen verdanken wir es, dass viele andere Leben gerettet werden. Die Anpassung der Technologie von der Kollektorenbasis könnte der größte Fortschritt für die Menschheit seit der Entdeckung der Portale sein. Das wird unsere Dominanz über die Galaxie sichern. Gegen die Reaper und darüber hinaus. Dominanz der Menschen oder nur von Cerberus? Das ist ein und dasselbe. Meine Mission war schon immer, die Stärke der Menschheit zu fördern und zu wahren. Lassen Sie sich nicht von Idealismus blenden. Die volle Ausnutzung des Potenzials der Basis bewirkt das Gleiche auch bei uns. Wir müssen alle möglichen Ressourcen gegen die Reaper einsetzen. Nichts darf sich dem in den Weg stellen. Der Vorbote kommt und er wird nicht alleine sein. Wenn Sie etwas zurückbehalten, ganz egal was, sind Sie draußen. So leicht ist das nicht, Shepard. Wir brauchen einander. Joker, schalten Sie ihn ab.